Dann wird's wohl so gewesen sein. Ja. Dann mein eigentlicher Mitkollege in der Frühschicht hat Covid. Na toll. Nein. Der andere Kollege in der Spätschicht ist generell krank. Also musst du die Spätschicht auch noch übernehmen. Ich war Oder was? im Endeffekt von 6, kurz vor 6 morgens bis 18:30 Uhr in der Firma. Nice, das macht doch Bock. Und es war nicht mal ein arbeitsarmer Tag. So, ich habe jetzt vier von den Setzlingen gepflanzt. Dann steht jetzt ein Baum draus, meint er. Bin ich mal gespannt. List of electrical cars currently available. Oh, das ist der Baum. Was ist denn da so drauf? Ich glaube, die Musik hat einen Hänger. Chinesische 160, 290, 150, 160, 101. Was ist der BYD? E1. Ah, sowas. Ich stehe gerade Chinese. wieder nur Bahnhof. Chevy Bolt. Ja, ich gehe gerade die Liste durch von allen Elektroautos, die aktuell erhältlich sind. Mensch, haben die viele von denen haben erstaunlich niedrige Höchstgeschwindigkeiten. Ich bin doch bekloppt. Ja. Okay, erstaunlich viele von denen Nein. kommen aus Ländern, in denen es nicht hohe Höchstgeschwindigkeiten gibt. Das macht es nicht besser. Na gut, meine Karre hört auch auf bei 140. Ich glaube, meine schafft maximal 110. Bin ziemlich sicher. Meine schafft ja auch nichts. Ich hab keine. Deine schafft 20, wenn du ordentlich reintrittst. Mein Fahrrad? Das ist das. Ich hab ein Fahrrad. Boah, das war der Witz. Ja, darum ging's. Das riecht, ja. Ich find's schön, wie halt so ein riesiger Block mit Tesla-Modellen ist. Ich meine, es sind Elektroautos. Tja. Aber es ist halt auch der größte Block auf der gesamten Liste. Ja, das klingt nach Tesla. Weil halt auch noch die ganzen verschiedenen Versionen der Karren auch noch extra gelistet sind. Sprich, zwei Einträge für Model S, zwei Einträge für Model X, drei Einträge für Model 3, zwei Einträge für Model Y. Schweinerei, sie haben es nicht richtig sortiert. Ja, ich finde die Benennung immer noch super. Sexy. So, was kommt als nächstes? Cybertruck. Bringt er den echt raus? Ja, das Ding ist offiziell bestätigt. Das Ding wird auf die Straßen kommen. Ich bin gespannt. Kann der Fabi hat das Ding ernsthaft vorbestellt. Wenn er nicht so teuer wäre. Aber der ist auch, der hat auch derbe einen an der Klatsche, der Typ. Also der den vorbestellt hat. Er meinte, ja, aber solange ich halt warte, habe ich mir jetzt erstmal einen Tesla 3 gekauft. Und Der Typ das ist ist, wie es 19 funktioniert. Wow. und hat die Karre nicht finanziert. Wie viel Geld hat er?
Er hatte Tesla-Aktien investiert. Er hat also genug. Ja. Dann warum nicht? Er hat irgendwann mal 10.000 rein investiert und dann war es irgendwann 70.000 und davon hat er sich dann in das Modell 3 geholt und hat immer noch Aktien drauf. Tja. Und so wie Tesla immer noch am Steigen ist, wird das wahrscheinlich auch dann reichen, um sich den Cybertruck zu holen. Tja, aber ganz ehrlich, clever. Ich bin da auch nicht so sehr abgeneigt vom Cybertruck. Ich mag so große Karren nicht wirklich. Ich auch nicht, das ist bei mir auch der Punkt. Der passt halt bei mir nirgendwo hin. Nee, ich bin immer ist noch. Ist das jetzt ein E-Auto oder das, warum geht's heutzutage, jetzt? Ja, das ist auch ein E-Auto. Tesla macht ja nichts anderes. Ein Cybertruck. Der würde halt nicht in unsere Garage passen. Ganz, ganz Zeit. Das ist das Problem. Leute, ich habe halt wirklich die ganze Zeit gerade gedacht, das ist ein. Das ist irgend so ein Auto aus dem Cyberpunk. Ein Cybertruck. Doch, im Prinzip ist es das. Ein Cybertruck. War die Aussage so ein nicht irgendwie so, ja, in den ganzen Cyberpunk-Spielen und Ähnlichen werden immer diese Designs gezeigt. Es wird mal Zeit, dass damit jemand anfängt. Ja. Ich meine, er hätte sich nicht unbedingt PS1-Grafik raussuchen müssen, aber... VW, was hat VW denn so? Ach, der fucking E-Up. Hab den Probe gefahren. Scheißkarre. Natürlich. Das hat auch niemand anders erwartet. Tja. Es ist halt dumm, dass meine VR-Brille hat ein besseres Sichtfeld als diese Karre. Like, holy fuck, man. Tja. Ist halt auch dumm, dass jetzt hier bei Minecraft ist halt, dass jetzt hier die Kirche, das jetzt, wenn ich da eine Hälfte gebaut habe, muss ich halt exakt nochmal auf der anderen Seite kopieren. Das ist halt. Ja. Ich finde, es muss das mal irgendwann. Man bauen. Es muss halt irgendwann mal ein Copy-Tool geben. Einfach sagen kann, nimm das und klatscht. Dreh einmal um 180 Grad und dann klatscht da drüben nochmal ran. Ja. Wenn man zu voll zum Bauen ist, dass man halt. Ja, es gibt dieses Tool. Es wird hier nur nicht benutzt. Schade. Von dir. Schade, dann muss ich es wohl nochmal auf der anderen Seite bauen. Muss wohl nochmal 4 Stunden dran verschwenden. Ja. Sieht ganz danach aus. Und ich muss hier gerade Stein mit der Hand abbauen, weil ich zu blöd war, den richtig zu setzen. Aber immerhin, der erste Stock ist fertig. Jetzt nochmal 3 mehr davon. Oder so. Ja, das funktioniert. Gerade mal kurz das Clipboard-Tool wieder ausprobiert. Schon lange nicht mehr gearbeitet mit World Edit. Freut mich. Glaube ich. Ach ja. Bin unsicher. Ja, der Stein brennt noch. Wo du 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 du. Komm, Vivaldi. Ich habe heute kurz vor der Minecraft Aufnahme habe ich noch Harry Wayne als Demo gespielt. Das hast du dir immer noch nicht gekauft. Nö. Apropos, was gibt's denn gerade bei Epic gerade? Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Oh, habe ich auch noch nicht geguckt. Sag mal an. Ich bin dabei, der Epic Launcher startet. Apropos, ich habe wieder angefangen Fortnite zu spielen. Habe ich gesehen. Es hat sich rausgestellt, ich habe möglicherweise genug für einen Battle Pass gehabt und ich habe den möglicherweise innerhalb von 3 Tagen von Level 1 auf 100 gebracht. Ja, gut. Ja. Ist ein gutes Spiel mittlerweile. Nein. Ja, dir wird's nicht gefallen. Ich hab Spaß dran. Manchmal.
wir haben einmal Void Bastards. Oh, scheiße. Mit mir gefallen. Ich hatte das scheiße gesagt, weil du Void Bastards im Leben nicht auf YouTube monetarisiert kriegst. Och. Und wir haben... Oh, Yooka-Laylee ist gratis. Oh, sehr schön. Immer noch zu teuer für das Spiel, aber... Ich nehm's mit. Müssen wir auch nachher holen. Flip! Oh, yay! Also, es funktioniert. Also, letztens gab's World Trade Sims in 2020 gratis. Das habe ich mir geholt. Geht's darum, in Wolkenkratzer reinzufliegen? World Train Sim. Train. Oh. World Train. Ich habe mich auch erst verhört, da habe ich mich erinnert, dass es... Ja, sorry, mein Englisch ist halt kacke. Ich habe schon gespielt, ich habe schon ein paar... Drei Parts habe ich schon davon produziert. Zugsimulator. Oh, ich habe einen Händler hier bei mir. Fand ich ganz lustig. Falls jemand wahren möchte. Und was verkauft er? Was verkauft er? Ich hab keine Ahnung, es ist mir auch vollkommen egal. Na, guck mal rein. Will jemand Lamas? Ja. Ich glaube, bei mir vor der Holzhütte fehlt noch eins. Dann kill ihn mal. Ne, ich baue hier gerade die Kirche auf. Nein, ich baue gerade den Leuchtturm. Ah, verdammt. Was ist wichtiger, Schiffsverkehr oder Gott? Hängt vom Gott ab. Beides nicht. Seit wann hast du was gegen Häfen? Und was verkauft er denn? Er hat Schleimkugeln, rosa Farbstoff, Seetang für 3 Emeralds. Was für ein Angebot? Roten Sand, orangen Farbstoff und Tropenfische für 5. Weil uns es auch so sehr an Seetang mangelt mit der fucking Seetang-Farm, die uns gerade Brennstoff reduziert. Ja, Moment, ich erschieß ihn eben. Mit einem schlechten Angebote. Stell dir mal vor, du machst das im Aldi. Schlechte Angebote hier, weg. Ich nehme deinen Lamas mit. Stell dir vor, die Aldi-Kassiererin hat Lamas. Zwei Schuss tot. Soll ich die Lamas... ich erledige die Lamas. Tja, also den Mozzarella gibt's bei Rewe günstiger, zieht die Armbrust. Tja. Fände ich schon irgendwie witzig. Einfach mal die Aldi-Kassiererin zu erschießen, wäre schon dann, lustig, oder? Aber dann auch nur mit der Armbrust mit diesen Gummipfeilen. Mit den Saugnapfspitzen. Nee, dann nehme ich wenn schon die richtige. Ich find's irgendwie lustiger. Weil er einfach so komplett dumm ist. Glückwunsch, wir haben Leder und Leinen. Wow. Leder kann man immer gebrauchen. Ja. Kann ich Rahmen machen. Ja. Ui. Das Bücherregale machen. Ich hab 56 Bücher in meinem Inventar. Kannst du dann meine Bücherregale stellen? Ich glaube nicht, dass man da tatsächlich Bücher reinstellen kann. Schade. Oder? Kannst du mal versuchen. Nein. Das ist traurig. Das gibt's alles. Eigentlich sollte man da Bücher reinstellen können. Dann mach dir eine Buchkiste. Aber ich hab doch schon Bücherregale. Und die sind nur zum Angeben da. Wie im echten Leben. Ja. Verdammt. Prof macht okay. Komische Geräusche. Ah, alles klar. Das war unangenehm.
Ja. Wow. Mit Prof, das ist doch immer unangenehm. Ja, natürlich, ich gebe mir auch die beste, größte Mühe dabei. So, ich habe exakt ein Mauerdingens zu wenig. Nice. Oh, das und ist der praktisch. Nächste Stack kann brennen. Verdammt. Verdammt. Ich verbrauche mich hier mal. Da ist schon jemand müde. Wir streamen doch erst seit 4 Stunden. Hast du keine Lust auf noch eine 12-Stunden-Schicht? Nee, danke. Was? Immerhin bezahlen wir dich nicht. Ja, eben. Dann bleibt mein Geld. Wir bezahlen dich nicht dafür, dass du früher aufhörst. Ja, da hast du recht. Ja. Es ist nicht falsch. Ja, es ist nicht falsch. Die Aussage ist komplett korrekt. Ja. Ich gehe mal in der Zwischenzeit, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, während der Stein brennt. Tja, weiterbauen zum Beispiel, mit dem Stein, den du schon hast. Ja, kann ich nicht. Wenn der Stein fertig ist, dann benutze ich den. Oh, da ist ein Prof vom Hinterhimmel gefallen. Sieht man euch alle Tage. Was benutzen wir, was wollen wir eigentlich für das Licht haben? Wollen wir Glowstone irgendwie? Feuer. Kriegen? Feuer. Feuer. Ein großes Feuer. Gut, also Glowstone. Da voll, voll. Schön mittelalterlich, ein großes Feuer. Wieso Mittelalter? Ich baue hier einen ganz normalen Leuchtturm. Wenn es ginge, würde ich auch einfach eine Glühbirne nehmen. Ich sag trotzdem Feuer. Es so, leuchtet Feuer. Am besten. Nein, eben nicht. Vergleich mal eine Fackel mit einer Taschenlampe. Und eine Taschenlampe mit einem Flutlicht. Dann siehst du, wie es leuchtet. An dem Bau Feuer drumherum um den Glowstone. Mit einem Flak-Scheinwerfer. Man baut wenigstens Feuer um den Glowstone herum drumherum. Nee, ich mach ein ganz normales Glas, so wie ein Leuchtturm funktioniert. Wie viel kostet ein Flak-Scheinwerfer auf eBay? Schauen wir nach. Hatten wir ja schon mal solche Parts. Ich habe mir vorhin Trailer angeguckt. Das ist einer von diesen Parts. Wir hätten ja schon mal Parts, wo Prof einfach hier Lego-Sets gehört. Ja. Ich habe gerade einen Huhn mit einem Huhn in den Abgrund geworfen. Okay. Also ich habe ein Ei geworfen, das Huhn ist runter. Huhn kam aus dem Ei und das ist auch runter. Interessant. Das war lustig. Schade, dass ich es nicht gesehen habe. Hast du es aufgenommen? Nein. Verdammt. Sehst du, was das hier ist? Ein Let's Play oder was? Ja. 339,99 €. 60 cm Flak-Scheinwerfer. Gutes Angebot. Gibt's auch. Damit kannst du Flakscheine werfen. Gibt's auch 2 zum Preis von 3? Ich will einfach mal nachfragen. Damit kannst du Flakscheine werfen oder was? Och Menno, das ist ja nur Modellbau. Warum schreiben sie an 60 cm dran? Tja. Gib mir einen echten Flakscheinwerfer. Auf Wish, die haben bestimmt noch einen.
Für 2 Euro. So viel, für 50 Cent. Und dann kriegst du ein Bild von einem Flaschenwerfer. Ach fuck, ich bin wirklich blöd. Ja. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ja. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Bin hoch. Hab mich hochgebaut auf die. Wie sieht denn deine Kirche mittlerweile aus? Ich sehe einen. Halbiert. Oh yeah, ich habe einen gefunden. Halbiert sieht's aus. Okay, der kostet nicht mehr so wenig. Wie viel? 3000? 6690. Schade, keine 6666. 10.000 Watt Glühbirne. Ja, kann man machen. Ich habe gehört, es soll Stirnlampen mit wirklich sehr viel Licht geben. Das Ding ist gut massiv, like holy shit. Sind ein Gewicht dran? Oh, man kann Lamas reiten. Ja, das ist nicht nur. Leuchtmittel kann separat erworben werden. Cool. So, jetzt haben wir eine. Ich glaube, ich habe aus Versehen einen Lama gezählt. Kirche. Gewicht vom gesamten Equipment liegt bei ca. 800 bis 1000 Kilo. Inklusive Betriebsgerät. Mensch. Mhm. Das gibt es dann auch noch auf der Seite. Holy moly. Ich habe, glaube ich, was gefunden, um das Huhn zu ersetzen, das bei mir über dem Kessel hängt. Ja, es ist halt jetzt nicht einheitlich, aber. Hast du nicht dran gedacht, Zwergi? Immer dieser Zwergi. Mensch. Ist halt das erste jetzt größer und das. Ich hätte. Ja. Ist jetzt halt nicht einheitlich, aber egal, was so ist. Ah, wird schon überleben. Aber sowas war nicht einheitlich. War es nicht einheitlich? Ja, beim ersten sind es 6 Abstand und ab dem zweiten sind es 3. Ja, weil das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Weil eine Anleitung auch 3 heißt. Das ist halt. Sieht so schlimm, ist zu schlimm aus. Es sticht doch schon ziemlich sehr doll raus. Soll ich es noch entfernen hier? Das musst du wissen. Ich kann auch hier nochmal 3 abbauen. Warum nicht? Verdammt. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Naja. Hab jetzt erstmal meine neue Laptop-Tasche zum Belüften aufgestellt. Wir hoffen, dass die jetzt nicht auch noch anfängt zu stinken wie Sau. Ach so, hast du schon eine neue bekommen? Ja. Ich habe Amazon Prime, die brauchen ja nur einen Tag, um den Scheiß zu verschicken. Bei dir. So ist das mit Amazon Prime. Ja, wie gesagt, bei dir. Mensch, da solltest du dich mal beschweren. Ne, warum? Die haben halt bei uns einfach keine ordentliche Lieferung am selben Tag oder in einem Tag. Bei uns ist Prime manchmal einen Tag weniger als normal. Aha. Ja. Ich glaube, dieses Lama wird sterben. Das ist der Plan. Ich hab's tatsächlich geschafft, einen funktionierenden Galgen zu bauen. Ja, da ist doch schon ein Huhn, das hängt doch schon. Jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt aber jedes. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren Galgen nicht davon abhängig, dass du dauernd auf dem Boden aufschlägst und gut vor dich hindotzt. Es hängt! Es hängt! Ist unangenehm und es stirbt während es hängt. Also, das zählt. Tja. Geht das auch bei Menschen? Wir haben es mit Menschen probiert. Ja, es geht. Kannst du dich auch selbst aufhängen? Die Franzosen kennen sich da aus.
Nee, die nehmen ja Guillotine. Wir haben es schon mit dem Pferd probiert, erinnert ihr euch? Es endete nicht gut. Und wurde auf der Existenz geballert. Franzosen hatten ja nicht nur die Guillotine. Nein, die hatten einiges. Verdammt. Hinrichten konnten die echt gut. Und haben es auch verdammt lange gemacht. Ja. Haben, glaube ich, in den 70ern die letzte Person hingerichtet. Und wer war das? Keine Ahnung. Ist ja mal interessant. Wahrscheinlich irgend so ein Typ. Einfach irgendwer. Das trifft viele Menschen zu. Mal googeln. Wer war der letzte Mensch, der in Frankreich hingerichtete? Eugen Weidmann. Aha. Die letzte öffentlich... Und was hat er getan? Die letzte öffentlich guillotinierte Person. Was ein wunderschöner Begriff. Sechsfacher Mörder. Aha. Okay, und das waren nicht 70er, sondern 39. Gut, dann hatte ich das mit 70. Halt mal, nee, letzte Hinrichtung durch die Guillotine fand in Frankreich am 10. September 1977 an. Warum lügst du mich an, du Arsch? Aber nur die Guillotine okay, und nicht nee, alles andere, oder? Nein, die letzte Hinrichtung durch die Guillotine fand am 10. September 1977 statt. Mhm. Jetzt benutzen sie nur noch Fallbeile. Ja. Ist das nicht dasselbe? Nein. Nicht ganz. Aber schon irgendwie. Das sind die Kirche ein Stückchen verkleinert. Okay, der letzte öffentlich guillotinierte Person. Ja, inoffiziell wahrscheinlich. Der am 17. Juni 1939 vor dem Gefängnis Saint-Pierre in Versailles hingerichtet wurde. Wegen des unwürdigen, hysterischen Verhaltens der Öffentlichkeit bei dieser Hinrichtung unwürdig. Der Premierminister Edouard Daladier am 24. Juni 1939 per Verordnung, dass alle Exekutionen nicht öffentlich hinter Gefängnismauern zu vollziehen seien. Wie unwürdig. Bis 1981 stand im französischen Strafgesetzbuch Artikel 12: Jeden zum Tode Verurteilten soll der Kopf abgeschnitten werden. Ja. Ja, das klingt nach den Franzosen. Artikel 13: Wenn die Todesstrafe für Verbrechen gegen die Staatssicherheit verhängt wurde, erfolgt die Hinrichtung durch ein Erschießungskommando. Das war ein guter Artikel 13. Artikel 14: Wenn die Familie der hingerichteten Person die Leiche zurückfordert, dann obliegt es ihr, diese zu begraben, ohne jegliche Unterstützung des Staates. Natürlich. Das offizielle Verbot der Todesstrafe wurde erst 2007 aufgenommen in die Verfassung. Okay. Im Artikel 66.1 der Verfassung der Französischen Republik: Niemand kann zum Tode verurteilt werden. Und wer ist die arme Sau, die das letzte Mal? Die 2007 noch. Dubi. Nicht 2007, aber es wurde nicht mehr durchgeführt, aber es war trotzdem gesetzlich noch legal. Aha. Wow. Hessen hat auch noch die Todesstrafe in der Verfassung. Aktuell? Aktuell? Ja. Sehr schön. Sie kann halt nicht umgesetzt werden, weil die Verfassung des Bundes halt höher zählt. Okay, schade. Hamida Jan Dubi wurde am 10. September 1977 in Marseille hingerichtet für Folter, Mord, Zuhälterei und Vergewaltigung. Aha, wurde von Folterern gefoltert und für Folterer. Tunesische Staatsangehörigkeit: Jan Dubi, der bei einem Unfall das rechte Bein verloren hatte, betätigte sich in Marseille als Zuhälter. Nachdem er seine geliebte Elisabeth Bousquet unter Gewaltanwendung zur Prostitution hatte zwingen wollen und sie ihn angezeigt hatte, verbrachte er 1973 einige Monate im Gefängnis. Aus Rache entführte er am 5. Juli 1974 die damals 21-jährige Bousquet, folterte sie mehrere Stunden lang und erdrosselte sie. Das zuständige Geschworenengericht in Aix-en-Provence, dasselbe Gericht, das ein knappes Jahr zuvor bereits das Todesurteil gegen
Christian Ranusik ausgesprochen hatte, verurteilte ihn am 25. Februar 1977 dafür zum Tode und sprach ihn darüber hinaus der Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens, das er zur Prostitution gezwungen hatte, schuldig. Nach Ablehnung eines Revisionsantrags durch den Kassationsgerichtshof in Paris am 9. Juni verweigerte der damalige Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing am 9. September 1977 die Umwandlung des Urteils in eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bereits am nächsten Tag wurde Jean Duby um 4.40 Uhr im Marseiller Gefängnis Les Baumettes vom Scharfrichter Marcel Chevalier auf der Guillotine enthauptet. Nach Aussage des anwesenden Gefängnisarztes soll Jean Dubys Kopf noch etwa 30 Sekunden lang auf Zurufe reagiert haben, was nach heutiger medizinischer Auffassung allerdings umstritten ist. Oh.